Kann ich das von hier aus zeigen? Nein, da müsste ich jetzt zurück ins Hauptmenü. Da ist nämlich auch eine Auflösung, wo man die normalen, ich sag mal normalen Gräber im Spiel tatsächlich auch nochmal spielen kann und dann dafür Punkte kriegen kann, irgendwie, ich vermute mal auf Zeit oder irgendwas in der Art. Hab's noch nicht probiert und ich werde es wahrscheinlich nicht probieren, weil warum sollte ich so ein Grab nochmal machen? Ganz so ehrgeizig oder Achievement und Punkte geil bin ich dann definitiv nicht. Das reicht mir durchaus aus, das einmal gesehen zu haben. Ne? Dazu habe ich noch viel zu viele andere Sachen auf meiner Pile of Shame. Das sieht irgendwie komisch aus da, ne? Also das rechts meine ich, nicht links den Altar. Unheil verkündend. Oh, nicht ins Wasser fallen. Lara, was auch immer du jetzt tust, bitte fall nicht ins Wasser. Na, jetzt sind wir... Ich wollte gerade sagen, jetzt müssten wir so langsam wieder voll sein mit Heilung. Das ging dann doch schneller, als ich erwartet hatte. Okay, war das jetzt der 22% Schritt hier? Hier ein Ladebildschirm folgt, könnte das wohl durchaus sein. Aber was genau in der Schmiede jetzt zum Beispiel geschmiedet worden ist, das haben wir am Ende dann doch nicht erfahren, ne? Und es scheint ja auch nicht so, als ob diese ganzen DLC-Gräber in irgendeiner Art und Weise hier eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Die sind Teil der zusammenhängenden Geschichte, die uns das Hauptspiel hier sowieso schon präsentiert und geben an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch Einblicke in irgendwelche Hintergründe oder sowas, aber... Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Heidin hier auftaucht, das ist aber nicht sehr nett. Na, wenigstens habe ich diesmal meine anderen Waffen zur Verfügung. Da ist eine Sonnenfinsternis und hier Feuer, Wasser. Das sind die Katastrophen, die Säuberung. Kaiser Sinchi Chikwa steht am höchsten Punkt der Stadt. Unter ihm sind hunderte von Menschen versammelt, zusammengedrängt unter dem Schild. Er erschafft die Welt neu und leitet damit die nächste Ära ein. Na, ja, das ist ja ganz genau das, was Amaru auch machen will, ne? Okay, die Gegner sind da hinten auf der anderen Seite. Das heißt, auf dieser Seite kann ich mich tatsächlich noch frei bewegen, ja? Meine furchtlose Kurianka. Die Suche nach dem Schild muss warten. Ezli wurde ergriffen und wird in der alten Kaserne gefangen gehalten. Ich hole ihn mit einem Trupp heraus, aber du musst uns den Weg öffnen. Du kennst dich dort viel besser aus als jede andere Person. Lara Croft, die Fremde, von der ich dir erzählt habe, wird uns ebenfalls helfen. Ich mag sie, Kurianka. Wir können ihr vertrauen. Pass auf dich auf. Ja, ich finde das faszinierend, wie leicht es tatsächlich für Lara und Jonah war, hier in diesem Dorf, was angeblich seit Jahrhunderten von der Außenwelt verborgen ist, aufgenommen zu werden. Ne?
Eins, zwei, drei. So, ich verstecke mich jetzt mal hier oben. Warte darauf, dass es den anderen auffällt. Beziehungsweise ich brauche mich ja gar nicht so wirklich da oben verstecken, ne? Ich kann ja theoretisch schon weiter. Kommt denn einer von denen irgendwann hier nochmal vorbei? Ich befürchte ja fast so ein kleines bisschen, die Antwort könnte eventuell nein sein. Ich habe jetzt zwei Fallen gestellt und ich weiß leider aber nicht, ich versteck mich mal hier. Weil das ist jetzt die Chance, wo sie den einen oder andere, die eine oder andere Falle jetzt auslösen können. Wenn sie jetzt tatsächlich so ein bisschen ausschwärmen und nach mal suchen. Ich hatte mich doch geheilt! Oh, so eine Scheiße! Und jetzt den ganzen Mist nochmal von vorne, ne? Obwohl ich es ja eigentlich schon so gut wie erledigt hatte. Das ist belastend. Aber zumindest weiß ich diesmal, dass ich hier die... dass ich mir die Dingskills sparen kann. Die Fallen. Alter! Kubabach,
Ich nutze vielleicht mal die Shotgun. Munition kaufen ist ja tatsächlich relativ simpel. Oh, warum dauert das denn so lange, bis sie anfängt zu zielen hier? Das ist doch scheiße. Ja, und da bin ich wieder gestorben. Und wisst ihr, warum ich gestorben bin? Weil das dämliche Spiel zweimal entschieden hat. Nein, du gehst jetzt nicht in das Menü, wo du dich heilen kannst. Du machst jetzt einen kleinen Hüpfer. Leckt mich doch am Arsch, ey. Nee, sowas finde ich mal scheiße. Ja? Davor gut. Ich kann ja akzeptieren, dass ich durch meine eigene Dummheit sterbe. Aber dadurch zu sterben, dass das Spiel nicht den Input akzeptiert, den ich mache, sondern irgendwas anderes macht, das finde ich dann schon echt scheiße. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie ging das nochmal mit dem zwei Sachen gleichzeitig hier. Das war eine Kriegerfähigkeit, ne? Mit vollständig gezogenem Bogen ziehen Sie mit L2, halten Sie R2 und zoomen Sie mit R3 auf zwei separate Feinde. Das hat ja super funktioniert. Okay, jetzt erstmal von da verschwinden. Ich weiß ja nicht, inwiefern das eventuell noch irgendwer mitgekriegt hat. Irgendwer wird es schon mitgekriegt haben. Aber selbst wenn sie es mitgekriegt haben, was sie anscheinend gar nicht haben, interessanterweise. Er ist kurz ungesehen da. Der ist anscheinend auch ungesehen. Okay, kann ich die jetzt hier wieder alle einfach so nacheinander wieder hier ins Dings? Nein, nicht alle, aber einige.
Nazian. Sofus an die Kubanen. Oh, weiß ich, wenn das mit dem Bogen zu ziehen ist so dermaßen beschissen. Das ist unglaublich. Es ist ja effektiver, einfach auszuweichen und zu hoffen, dass ich die Gegner so töten kann. Der Bogen war mal so eine geile Waffe. Ich meine, ja, die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass ich einfach nur scheiße bin. Aber das akzeptiere ich nicht. Von daher. So, schalten wir den aus. Oh, hi! Gibt irgendwo einen Zugang. Ich wollte gerade sagen, lass mich dir schön direkt in die Fresse schießen. Manchmal funktioniert das ganz gut. Ja, dann habe ich ja den Abschnitt hier wenigstens heute noch geschafft. Angst davor, was das Spiel eventuell noch von mir erwartet. Könnte ich, nur mal so aus Neugier, hätte ich noch die Option, den Schwierigkeitsgrad zu ändern? Wir sind ja bei allem auf normal, ne? Also wenn wir irgendwo richtig festhängen, habe ich anscheinend die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu senken. Das muss ich ja im Zweifelsfall nicht unbedingt komplett beibehalten. Da muss ein Zugang sein. Aber dass ich dann quasi für die bestimmte Begegnung. Ich kann nicht mehr tragen. Das Ganze dann mal runterschraube, das ist eine Option. Oh, ich höre Stimmen. Wie viele sind das wohl diesmal? Wow. Wenn man erkennt, wie nutzlos Granaten sind. Ganz langsam. Ja, okay, das war jetzt gerade auch mehr so ein Versuch. Ich rechne eigentlich gar nicht damit. Dass das hier in irgendeiner Art und Weise großartig funktioniert. Und dann funktioniert es anscheinend doch, ne?
Aber die Granaten sind ja mal sowas von beschissen. Ich meine, ich crafte sie trotzdem, weil die kosten ja nicht so viel, oder? Ich kann es leider nicht genau erkennen. Aber insgesamt gesehen war das jetzt nicht so beeindruckend. Spring ins Feuer, Lara! Hätte man aber eigentlich auch denken können, dass ich hier auch hochklettern kann. Die sind ja auch irgendwie zu mir gekommen, ne? Hätte ich auch einfach an denen vorbeischleichen können, direkt hier rein. Die Vorstellung finde ich gerade leicht belastend. Jonah, Koryanka hatte recht. Der Kult hat den Schild tiefer in den Berg gebracht. Koryanka, Lara hat ihn. Der Schild des Ehrenschimpfers. Ich wusste es. Er ist wunderschön. Ich... Verdammt. Lara, was ist? Hier ist jemand. Ja, gut, aber die Kerle, um die kümmere ich mich tatsächlich. Hui. Um die will ich mich dann in der nächsten Folge in aller Ruhe kümmern. Obwohl, ich kann den einen da noch töten. Was? Alter. Das war recht hartnäckig eben, ne? Aber hier ist jede Menge Munition. Ich glaube, hier ist dann die Kacke später so richtig schön am Dampfen. Problem an der ganzen Kiste? Ah, da hat er gespeichert. Die Legende ist also wahr. Der Schild des Ehrenschöpfers existiert. Obwohl mich der Gedanke schmerzt, darf dieses Wissen Onorato nie zu Ohren kommen. Wenn sie wüsste, dass Shinji Chikwas Schild hier ist, könnte ihr das den erforderlichen Mut geben, um Sairis Stelle einzunehmen. Ich weiß, dass sie bereits Pläne gegen mich schmiedet. Wir sollten gemeinsam um Sairis Tod trauern, als Familie. Stattdessen intrigieren wir gegeneinander. Ich wünschte, es wäre anders. Wirklich. Ist zumindest gerade eben dabei abzuspeichern. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt ein Checkpoint ist. Und dass ich dann genau an dieser Stelle in der nächsten Aufnahmesession wieder einsteigen kann. Das war Shadow of the Tomb Raider für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.